Camper, das Barcamp-Tool. Ein Tool zum Erstellen deines eigenen Jugendbarcamps. Hier siehst du die Startseite von barcamptools.eu. Zuerst registrierst du dich auf der Seite. Dazu einfach auf Registrieren klicken. Für die Registrierung gibst du deine E-Mail-Adresse und deinen vollen Namen ein und suchst dir ein sicheres Passwort aus. Auf Registrieren geht's los. Nun startest du mit der Planung deines eigenen Barcamps. Auf Wie mache ich das? Findest du weitere Infos über Jugendbarcamps in einer Broschüre von IJAP. Wenn du auf Plane dein eigenes Barcamp klickst, beginnst du mit deiner Planung. Leg dein eigenes Barcamp an. Hier musst du nun deinem Barcamp einen Titel geben. Dann gibst du ihm ein URL. Im Feld Beschreibung sollst du dein Barcamp in kurzen Sätzen beschreiben. Jetzt ist es wichtig, deinem Barcamp ein Datum zuzuweisen. Trage hier ein, wann das Barcamp stattfinden soll. Hier musst du dich entscheiden, ob dein Barcamp auf der Homepage und in Suchmaschinen auftaucht. Willst du, dass sich die Jugendlichen nur nach deiner Zustimmung anmelden können? Dann klicke hier das kleine Kästchen an. Klicke das Kästchen an, wenn du E-Mails bekommen möchtest, wenn sich jemand anmeldet. Als Veranstaltungsort trägst du nun den Ort und dazugehörige Infos ein, an dem das Barcamp stattfindet. Hast du alle Felder ausgefüllt, sollte es wie folgt aussehen. Um dein Barcamp für die Jugendlichen zugänglich zu machen, ist es wichtig, dieses Kästchen nicht zu markieren. Hast du alles richtig ausgefüllt? Dann drücke hier auf den blauen Button und dein Barcamp wird erstellt. Jetzt beginnt die detaillierte Planung deines Barcamps. Hier siehst du, wie weit deine Planung des Barcamps ist. Um dein Barcamp fertigzustellen, musst du hier die aufgelisteten Aufgaben erledigen. Hier geht's weiter. Auch diese Aufgaben musst du zur Fertigstellung deines Barcamps noch erledigen. Nachdem du alle Aufgaben erledigt hast, siehst du hier, dass dein Barcamp schon zu 90% fertiggestellt ist. Um 100% zu erreichen, musst du den Jugendlichen ermöglichen, sich für dein Barcamp anzumelden. Dazu klicke hier auf Eröffne die Registrierung. Du hast dein eigenes Barcamp fertiggestellt. Super! Möchtest du noch etwas an deinem Barcamp ändern oder hinzufügen? Kein Problem. Deine bereits erstellten Veranstaltungen siehst du hier. Wenn du hier klickst, kommst du auf deine öffentliche Seite. Dort siehst du dein Barcamp, wie es die Jugendlichen sehen. Du siehst die öffentliche Ansicht deines eigenen Barcamps. Sind die Jugendlichen an deinem Barcamp interessiert, registrieren sie sich mit Klick auf dem schwarzen Button dafür. Sie nehmen dann an deinem eigenen Barcamp teil. Sessionvorschläge zeigt den Jugendlichen die verschiedenen möglichen Sessions an. Außerdem können sie dort eigene Sessions vorschlagen. Die Jugendlichen sehen dort die verschiedenen Veranstaltungsparts und können sich für die jeweiligen Parts anmelden. Bei Planung können sich alle Jugendlichen in einem Etherpad austauschen. Hier können die Jugendlichen dein Barcamp auf den verschiedenen sozialen Netzwerken teilen.
So, jetzt weißt du, wie du dein eigenes Jugendbarcamp erstellst. Also, auf was wartest du? Los geht's!